Ja, Freunde, was geht ab? Erstmal natürlich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich sitze im Innenraum von meinem Golf. Deswegen geht es auch heute im Innenraum weiter. Und zwar vor geraumer Zeit habe ich ja versucht, Fußraumbeleuchtung mir nachzurüsten. Das hat dann nicht so geklappt. Deswegen folgt hier einmal der neue Versuch. Jetzt haben wir uns ein bisschen schlau gelesen in den letzten Wochen, Monaten. Und ja, jetzt ist auch etwas kalt, deswegen auch die Mütze, Leute. Und zwar die Fußraumbeleuchtung ist einfach ganz easy, die wird per USB betrieben. Sind einmal hier so vier so Lichtstreifen, wie gesagt, einer kommt hier Fahrersitz, wo ich jetzt gerade sitze, Beifahrer hier. Und einmal hinten rechts und einmal hinten links hinter mir, jeweils unter den Sitz, habe ich mir gedacht. Und ja, wollen wir kurz mal testen, ob sie überhaupt noch funktioniert. Führen wir mal kurz Zündung an. Das hat nämlich auch richtig geile Funktion, muss ich sagen. So, Moment. Kurz mal Musik anmachen, die hier sonst nicht, dass wir hier gesperrt werden. So, 4 Grad. So, zack. So. Ich weiß nicht, ob ihr den Ton hört. Ich mach mal besser was lauter. Das sollte reichen. Und zwar. Fernbedienung ist auch dabei. Ihr seht schon, es leuchtet rot. Ich halte es mal einfach mal so hier kurz in die Kamera, damit ihr groben Einblick habt. Oh, jetzt geht das Radio an, das wollte ich doch gar nicht. Ach, fail. So, reicht. Ich denke mal, ihr habt das Prinzip von den Leuchtedingern verstanden. Wie gesagt, man kann hier sich die Farben wechseln. Plus man hat dann hier jegliche Funktion, hier Jump und Musik und bla bla, das ist, sag ich mal, auch auf den Beat und so reagiert. Finde ich richtig geil. Mal kurz Auto aus. Die Batterie mal schon. Ja, finde ich so richtig geil. Und wie gesagt, mit USB heißt, ich brauche nichts verkabeln. Das natürlich spricht mir zugute mit meinen zwei linken Händen und wegen Strom. Habe ich mir natürlich das Einfachste wieder hier rausgesucht. Aber so an sich, auch hier der Trafo und so, der summt auch nicht wie jetzt bei der Ambientebeleuchtung. Den hörst du eigentlich gar nicht. Oder was auch immer hier ist, Widerstand. Ja, bla bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht es keine Geräusche wie bei der Ambientebeleuchtung, was mich natürlich auch sehr freut. Und ja, genau. Das Ganze wollen wir jetzt heute verbauen. Und ja, da ich jetzt aber hier wenig Platz habe, werde ich euch einmal kurz mal im Groben zeigen, wie ich die verbauen werde oder wie man sie eigentlich verbauen sollte. Jetzt aber auch nicht wundern, ich muss wirklich mein Auto putzen. Also nicht, dass ihr wieder in die Kommentare schreibt, hier, wie dreckig hier mein Auto ist. Ne? Ich weiß es, Leute. Und zwar wollen wir das Ganze natürlich hier durch den Zigarettenanzünder betreiben. Und dazu wollte ich das gerne hier in der Mittelkonsole einmal bis hier hinten verlegen. So, und dafür muss natürlich etwas angelockert werden, die Konsole. Dafür haben wir das hier einfach hochgezogen. Ging auch relativ einfach. Und hier hinten haben wir so zwei Schrauben, links und rechts. Dann kann der Aschenbecher weg. Und wenn der Aschenbecher raus sein sollte gleich, dann werde ich das mal so versuchen, dass ich das, die anderen Kabel hier irgendwo hier an der Seite mir durchquetsche in das Plastik. Weil das ist jetzt auch nicht so fest. Da sollten die Kabel eigentlich locker reinpassen. Und ja, ihr seht hier, ich habe mich hier total zugebaut, Leute. Deswegen würde ich sagen, ich schraube hier kurz die zwei Schrauben ab. Selbst hier drunter ist es so dreckig. Meine Güte. Gut, egal. Ich schraube hier kurz die zwei Schrauben ab. Hier und da. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, Leute, kleines Update. Hier, der Aschenbecher ist einmal draußen. Das war so echt ein kleiner Krampf hier. Und wie gesagt, hier die zwei Schrauben ab. Dann könnt ihr das hier schon so rausnehmen. Da sind dann einmal hier die zwei Kabel für USB und Reifen. Und einmal hier der Zigarettenanzünder. Die einmal abgeknipst, da war es ein bisschen fummelig, weil es auch kalt ist. Und ja, jetzt haben wir ja hier schön Luft. Und jetzt habe ich mir ja gedacht, dass ich den USB-Stecker und alles mir das hier irgendwie so reinziehe und dann einmal hier komplett an der Seite irgendwo entlang gehe. Da werde ich mal kurz mal schauen, wo der einfachste Weg ist. Und dann gibt es gleich nochmal ein kurzes Update, damit ihr natürlich auch auf dem neuesten Stand seid, wie wo was alles verlegt ist. So, Leute, wir sind wieder ein Stückchen weiter. Ich habe schon mal das hier nach innen verlegt. Hier kommt der USB-Schalter, der hier so dann rein soll. Die beiden Kabel habe ich einmal hier links unten, sieht man das? Da das Kabel da so durchgesteckt, dass es hier unten rauskommt. Oh, wo ist es denn jetzt? Hier seht ihr das.
ne? Einmal links und einmal hier rechts. Nicht wundern, hier meine Unordnung. Hier liegt es. So, zack, auch einmal hier durchgesteckt, dass es hier unten durchkommt. Hier ganz easy. Hier sieht man es, glaube ich, ne? Kann man ganz vorschieben, aber man braucht natürlich hier den Platz. Und jetzt werden wir einmal versuchen, die hinteren jetzt nach da zu verlegen. Da versuche ich hier irgendwo links und rechts hier durchzukommen, bla bla. Und dann gibt es gleich nochmal ein kurzes Update. Sorry Leute, dass ich nicht filmen kann, wie ich das mache, aber ich denke mal, das ist von meiner Seite aus einfach und präzise erklärt. Falls nicht, Leute, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram oder so, dann kann ich das auch, euch auch nochmal erklären, wie ich das verlegt habe. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir verlegen jetzt das Ganze nach hinten und dann sind wir so gut wie fertig, Leute, so gut wie. So Leute, kleines Update. Ich habe jetzt das hier, habe ich mir hier so ein kleines Loch gemacht, ne, damit ich hier das USB-Ding hier durchstecken kann. Das wieder draufgesetzt und ihr seht es ja schon, ich habe das jetzt so eingestellt, dass das Licht ja, auf Geräusche reagiert. Oder hier einmal ein Sprechtest. Hallo. Hallo. Ich finde es eigentlich ganz geil. Jetzt muss ich natürlich nur noch hier sauber verkleben. Und ja, dann widmen wir uns der Sachen, die da hinten sind. Und ja, ich glaube aber, mal gucken, weil ein kleines Problemchen habe ich ja noch. Wo ist die Fernbedienung? Die ist hier oben. Ich mach mal kurz. So, ne, Musik kommt das mal aus. Also das reagiert ja auch so. Das Ding hier zum Umschalten, das ist hier drunter. Das braucht, glaube ich, direkte Verbindung. So, seht ihr das hier? So, jetzt mache ich mal gelb. Oder was grün. Ich sehe das jetzt hier nicht, orange. So. So, natürlich weiß, weil das unsere Vorliebe ist. So, haben wir hier weiß gemacht. Eventuell lasse ich das jetzt auch in weiß. Oder ich gucke mir nochmal an, wie ich das hier am besten noch mal so verlege, dass die Fernbedienung darauf reagiert, weil wäre doch eigentlich schon cooler. Wie das hier so von innen. Nein, die braucht eine direkte Verbindung. Ich kotz ab. Naja, Leute, gleich kurzes Update. Ah, so Leute, ihr seht, es ist schon echt sehr, sehr dunkel geworden. Deswegen läuft hier auch das Auto, damit ich hier etwas Licht hier habe, auch für die Kamera, weil ich muss mich doch wieder andersrum stellen. So, ich bin jetzt fertig. Es ist auch diesmal gelungen, es ist kein Fail. Es war zwar ein bisschen Arbeit, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, das war ja für mich jetzt das erste Mal, dass ich da jetzt rumgebastelt habe in der Mittelkonsole. Das ist jetzt eigentlich auch nur eine Arbeit, sag ich mal, von einer Stunde. Ne? Ist jetzt eigentlich relativ schnell gemacht. Ich zeige euch gleich mal, wo ich die Kabel verlegt habe. Man sieht jetzt auch so gar keine Kabel im Innenraum. Ich habe es jetzt auch mir auf Rot eingestellt, weil ja, GTI ist ja rot, deswegen habe ich Rot gelassen. Weil weiß ja, ich bin zwar weiß geil, sag ich jetzt mal, aber ich wollte schon einen kleinen dezenten Akzent, deswegen habe ich es ja rot gelassen und rot, weil ja das sogenannte GTI-Zeichen und alles, was mit GTI zu tun hat, ja auch immer rote Akzente hat, deswegen auch das Licht in Rot. So gesehen ja so eine Puffbeleuchtung, aber ich finde es ganz geil. So, und jetzt gehen wir einmal in den Innenraum und dann zeigen wir euch, wie es ausschaut. Also ich bin echt mega happy, Leute. Ihr könnt das schon sehen, alles schön sorgfältig verbaut. Einmal hier Fahrerfußraum, da kann man es auch erkennen. Einmal der Beifahrer und natürlich hinten genauso. Nicht wundern, es ist total unaufgeräumt. Einmal hier links hinterm Beifahrer und einmal rechts, Fahrer meint natürlich. Und hier einmal rechts Beifahrer und einmal linke Seite Fahrerseite. Aber von hinten jetzt gesehen. So, und ich muss echt sagen, ist mir echt super gelungen. Und hier haben wir das einmal. Moment, ich setze mich mal kurz rein. Zack. So, ich habe mir das jetzt, nein, ich mache mal Tür zu, das ist glaube ich besser. Und Musik mal leise. So sieht das Ganze aus, wenn man dann fährt. Zack. Einmal zack. Und komme ich hinten gut hin. Moment. Ah, hier sieht man es. So, hinten kann ich das jetzt nicht so gut zeigen, aber ich denke mal, das sollte eigentlich ausreichen. So, man sieht auch gar keine Kabel, weil, ich mache mir mal hier kurz Licht an, dann kann ich es euch besser zeigen. Wie gesagt, hier Fernbedienung hat man ja auch dazu. Man kann hier verschiedene Modi sich einstellen, hier könnt ihr das nochmal sehen, einmal Musikmodus und einmal hier Jump und Fade, bla bla. Ja, dadurch, dass das Ganze aber mit dem Modul, was sag ich mal, reagiert, wenn man hier drauf schaltet,
sozusagen, und fangen wir mal zur Seite. Hier drunter liegt unter dem Aschenbecher. Also wenn man den Aschenbecher ausbaut, hat man hier echt viel Platz nach unten. Das ist bestimmt also so ein Loch, sag ich jetzt mal, wo man Kabel verstauen kann. Und da habe ich das Ganze natürlich auch reingesetzt. Und das USB-Kabel habe ich hier links. Hier hat man so einen kleinen Schlitz hier von der Öffnung. Könnt ihr die jetzt erkennen? Nee. Auf jeden Fall hat man hier so eine Öffnung. Da habe ich ein Stück Plastik weggebrochen, damit der USB-Ding da an der Seite durch kann. Wie gesagt, das ist auch vom Innen. Deswegen sieht man auch nicht, dass der was weggebrochen habe. Habe einmal hier einmal das USB-Teil an der Seite hier durchgezogen und hier, wie gesagt, reingesteckt. Und wenn ich das jetzt abstecke, hier, könnt ihr das erkennen, zack geht's aus, zack geht's wieder an. Finde ich absolut geil. Und wie gesagt, das hatten wir ja dann draußen. Dann habe ich mir einmal links, einmal rechts hier an der Seite. Moment, ich muss euch das mal einmal besser zeigen. Ist auch echt dunkel und alleine ist auch echt immer doof, ey. Hier auf jeden Fall das Plastik, was hier an der Seite ist. Das ist gar nicht richtig festgeschraubt. Also man kann das wirklich so ein Stück weit sich vorziehen. Ne? Deswegen kann man das auch da richtig gut durchstecken. Genauso wie auf der rechten Seite. Und dann habe ich mir einmal für die hintere Seite auch links und rechts den Lichtbalken hier an der Seite gelegt. Einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Und auch so unterm Kunststoff mit dem Finger so reingedrückt. Also das sollte wirklich jeder von euch schaffen. Also selbst wenn ich das schaffe, sage ich jetzt mal, dann schafft ihr das erst recht. Ne? Ich konnte es euch leider jetzt nicht zeigen. Es ist auch ganz Zeit, wie gesagt, es ist dunkel. Und ja, dann ist es auch doof mit der Kamera. Und ja, ne? Ich hoffe, das war aber so einigermaßen verständlich für euch. Und ich finde es echt, es sieht echt so geil aus, Leute. Also ich bin so zufrieden. Ja, jetzt habt ihr ja die kleine Zusammenfassung gesehen, habe ich ja gleich gerade ja erklärt, wie ich das verbaut habe und im Vorfeld ja auch gezeigt wegen dem Aschenbecher, bla bla. Ich denke mal, das sollte wirklich jeder von euch hinbekommen. Ich sage, wenn ich das hinbekomme hier mit meinen zwei linken Händen hier, dann schafft ihr das erst recht. Ne? Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden, auch mit dem Rot ist echt ein cooler Akzent, wie ich finde, im Auto. Und ja, GTI ist ja rot, deswegen auch die rote Farbe, weil mit der Fernbedienung, dadurch, dass ich das ja unterm Aschenbecher verbaut habe und ja, die Frequenz reicht nicht aus, um, sag ich mal, durchs Plastik das Signal zu geben. Deswegen habe ich mir im Vorfeld eine Farbe eingestellt, die dann dauerhaft leuchtet, und dann brauche ich die Fernbedienung jetzt so gesehen jetzt auch nicht, weil schalten geht jetzt nicht, wie gesagt, weil das halt drunter verbaut ist. Also Leute, dann nicht wundern, falls ihr das genauso dann macht. Und ja, wie schon erwähnt, unterm Aschenbecher habt ihr dann ungefähr so viel Platz, wo es auch echt super nach unten weggeht. Ne, also der ganze Koloss, der war ja, sag ich mal, ungefähr so groß wie die Fernbedienung hier. Passt da super drunter. Und ja, wie gesagt, an den Seiten habe ich mir das schön verlegt und einfach nur mit den Fingern links und rechts in das Plastik gedrückt. Ja, festgeklebt habe ich das jetzt ja weiter hinten, auch unterm Sitz weiter hinten, damit man das nicht gleich sieht, die Lichtleiste. Ja, viel gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht zu erzählen. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, oder wenn euch das jetzt allgemein mit der Fußraumbeleuchtung jetzt gefällt, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben da, auch gerne zwei Daumen nach oben, macht euch einen zweiten Account und gebt mir einen zweiten Daumen nach oben. Ja, Leute, ihr seht schon, ich bin echt happy, weil es diesmal geklappt hat, weil es ja bei mir nicht in der Regel ja vorkommt, dass Sachen, sag ich mal, klappen. Diesmal hat es geklappt, ich bin mega zufrieden, Leute. Und ja, wie gesagt, Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat, und mit eurer Erfahrung gerne in die Kommentare, falls ihr das auch anders verbaut habt oder vielleicht habe ich ja doch was falsch gemacht, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, ne? Man lernt ja nie aus. Und ja, ich bin mega, mega zufrieden, Leute. Und ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, falls du das Video jetzt anschaust und kein Abonnent bist, dann abonniere mich doch bitte gerne, um weiter auf dem Laufenden zu bleiben in Sachen Golf 5. Ist jetzt auch egal, ob GTI oder nicht, ne? Wie gesagt, immer Schritt für Schritt zeige ich euch, wie ich meine weiße Perle hier aufhübsche. Ja, ich weiß nicht, ich könnte jetzt die ganze Zeit stundenlang so labern, das ist ja dann auch langweilig, ne? So, ich bin jetzt, wie gesagt, mega zufrieden, mache noch ein schönes Thumbnail für euch. Und das Video gibt es dann am Sonntag, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.